Zur Geschäftsführung, Herr Abgeordneter Scherak und dann Herr Klubobmann Wegener. Bitte schön, Herr Abgeordneter. Ja, danke, Herr Präsident. Ich würde vielleicht ganz gern noch einmal darauf hinweisen, worauf wir uns gemeinsam in der Präsidiale verständigt haben. Es war ausgemacht, dass wir diese Glasscheiben zwischen den Sitzplätzen haben, dass, und es ist von der Betriebsärztin auch so festgestellt worden, dass damit das Infektionsgeschehen entsprechend verringert wird. Wir haben uns gleichzeitig darauf verständigt, dass es die Möglichkeit gibt, nicht nur am Sitzplatz zu sitzen, sondern in den Büros oder auf der Galerie, falls sich Abgeordnete diesbezüglich unwohl fühlen. Das heißt, es ist das gute Recht vom Kollegen Hammer, in dem Zusammenhang sich woanders hinzusetzen. Was ich allerdings wirklich langsam nicht mehr akzeptiere, ist die Disziplinlosigkeit im ÖVP-Parlamentsclub, wenn wir uns wiederholt in mehreren Präsidialen gemeinsam darauf verständigen, dass diese Maßnahmen, die hier gesetzt werden, die sind, die wir gemeinsam mittragen. Zum letzten Mal besprochen, lieber August Wöginger, heute um 8.30 Uhr in der Früh, genau die gleiche Debatte. Es geht mir weder darum, hier zu beurteilen, ob jemand mit einer Maske hier drin sitzen will oder nicht. Ich versuche es so weit als möglich untertags zu machen. Wir versuchen das als Parlamentsclub so zu machen. Aber ich erachte es als eine Grundregel dieses Parlaments, dass es die Dinge, auf die wir uns in der Präsidiale verständigen, dass wir uns auch gemeinsam an die halten, weil sonst muss ich ganz ehrlich sagen, wird es irgendwann mal schwierig, diesen Grundkonsens, dieses Gemeinsame in der Präsidiale weiterhin mitzutragen. Und ich überlege mir ernsthaft, ob wir langfristig, aber vielleicht auch früher uns auch als Gruppe überlegen, dass wir die Dinge, auf die wir uns in der Präsidiale einigen, uns nicht mehr an diese halten. Weil das halte ich für eine absolute Zumutung gegenüber diesem Gremium. Und wenn der ÖVP-Gruppe es nicht schafft, dass er intern kommuniziert, was vorher ausgemacht wird, dann müssen wir uns ernsthaft überlegen, ob wir von diesem Konsens abgehen. Thank you.